Ja, vielen Dank für die warmen Worte. Ich habe festgestellt, das ist jetzt mein 15. Vortrag in Österreich und ich bin zum ersten Mal in Wien. Das ist erstaunt meine österreichischen Kollegen immer. Ich bin immer eingeladen worden vom österreichischen Abwehramt und habe schon viele schöne Ecken ihres Landes gesehen. Wobei ich muss sagen, diese Location ist schon klasse. Ich möchte Sie jetzt in der nächsten Stunde mal kurz aufzeigen, was so im Rahmen des russisch-ukrainischen Cyberwar angeht. Kurz zu meiner Person. Ich bin technischer Referent im Ministerium der Verteidigung und beschäftige mich quasi nebenberuflich mit diesen dunklen Seiten, Darknet-Architekturen, Cybercrime und Ähnliches. Ich bin im Besitz von 18 russischen E-Mail-Adressen, ich habe 13 brasilianische und 3 italienische, das sind jeweils die, von denen ich weiß. Ich habe Alleinstellungsmerkmale, es gibt wirklich nur einen Volker Kozok in der Welt und interessanterweise kriege ich die ganzen Fehlermeldungen der E-Mails, die mir die illegale Cybercrime-Szene zuordnet, auf meinen Dienstrechner. Dann, ich zeige Ihnen das gleich, dann kann ich immer sehen, ich habe wieder was Neues, also die italienischen habe ich jetzt seit letztem Jahr. Und wenn noch Zeit ist, zeige ich Ihnen am Schluss nochmal den ersten Suicide BGP-Attack. Ich weiß nicht, ob Sie es damals mitbekommen haben. Pakistan hat sich quasi selber abgeschossen. Ist auch eine originelle Geschichte. Und ich möchte jetzt einsteigen und Sie entführen in die Welt des Cyberwars. Ganz wichtig, ich vertrete nicht die Meinung des Hauses. Die ist klar, alles ist gut. Wir haben ausreichend qualifiziertes Personal, genug Geld, funktionierende IT. Das ist die Meinung der Ministerin, der ich mich natürlich vor allem und immer anschließe. Und zeige Ihnen jetzt mal, dass vielleicht ein paar andere Dinge anders sind. Ja, Cyberwar. Wenn sich mal, ist immer interessant, wenn wir sagen, ja, du erzählst dann immer, Russland macht dann irgendwelche wilden Sachen. Ich sage, lies doch mal nach, steht doch da. Beispielsweise hier, hybrider Informationskrieg. Die Russen haben für sich entschieden, dass sie diesen hybriden Informationskrieg gegen den Westen führen, wobei wir als Deutschland als Land ein massives Ziel sind. Ich gebe Ihnen gleich zahlreiche Beispiele, was sich insgesamt tut. Wir haben die sogenannten Compatriots, wir haben über 2 Millionen Russlanddeutsche, die in Deutschland leben und das ist natürlich die Zielgruppe, die hauptsächlich gerade von der russischen Seite angesprochen werden sollte. Ja, und wenn Sie mal sehen, nationale Organisationen, ich finde diesen Begriff GONGO, das gefällt mir so ausgesprochen gut. Governmental Organized Non-Governmental Organization. Das musste man sich mal so richtig auf der Zunge zergehen lassen. Also die staatlichen, nichtstaatlichen Organisationen. Und genau das ist das Ziel dessen, was Russland macht. Und ich zeige Ihnen das gleich auch, wie solche Sachen funktionieren. Und internationale Aktionen, ganz einfach, Destabilisierung des Westens, Cyberangriffe gegen ausländische Einrichtungen, gegen Firmen, gegen Unternehmen, gegen den politischen Raum, gegen Streitkräfte und die massive Ausnutzung von Bloggern, Trollen, Cyberbots, Socialbots und wie sie alle heißen in diesem Bereich. Ja, was tut sich da eigentlich? Also wir von den Streitkräften sprechen ungern vom Cyberwar. Wir sehen Cyber als ein weiteres Wirkmittel neben See, Land und Luft gestützt, ist auch die Möglichkeit computergestützt anzugreifen. Deshalb, wir sprechen dann eher von Cyberwarfare und das ist das, was faktisch gerade aktuell abläuft im Bereich zwischen Russland und Ukraine. Sie kennen das Gesamtproblem hier nochmal dargestellt. Es geht um die Krim, die ist inzwischen russisch und es geht um die Ostukraine, in dem ein Bürgerkrieg maßgeblich mit konventionellen Mitteln geführt wird, aber auch, und das ist das, was uns beeindruckt, sehr viel mit Cyber. Also wenn ich böse bin, bin ich manchmal, habe ich meinen Vorgesetzten auch gesagt, das ist eigentlich ganz cool. Wir dürfen quasi nicht im richtigen Internet üben. Da kennen Sie Kaskadierungseffekte, Kollateralschäden oder die rechtlichen Rahmenbedingungen, die uns einschränken. Und die Russen haben quasi einen Teil Europas einfach mal zum Übungsraum ausgerufen und gesagt, mal gucken, was wir mit unseren Dingen können. Sie finden unzählige Ausführungen über die Cyber-Warfare-Strategien, hier bei Defense Update und Ähnliches, wo sich Leute teilweise mit einem geringen Grad an technischer Ahnung über den Cyberwar auslassen. Dann geht es darum, die Ukrainer hätten den angeblich verloren. Ich kann Ihnen sagen, die haben ihn nicht verloren, die sind nämlich auch nicht schlecht. Ja, und man kann das auch mal mit öffentlichen Quellen analysieren. Es gibt von der Telekom hier so ein Sicherheitstacho. Dann können Sie nämlich mal gucken, was sind die Länder, aus denen maßgeblich die meisten Angriffe laufen. In den Top 10 ist immer Russland, Deutschland, USA, China. Österreich ist relativ weit hinten. Und dann sehen Sie es hier in der Entwicklung damals, als die Ukraine-Kriege losging, tauchte auf einmal Ukraine, nämlich im Januar 2014, erstmalig in den Top 10 auf. Und Russland hat quasi China und USA abgelöst als das Land, aus dem die meisten Angriffe laufen. Und man sieht dann hier eine deutliche Steigerung der IT-gestützten Angriffe aus dem Land. Ja, Russia Hacker, sind die so gut, wie sie behaupten? Ich kann Ihnen sagen, ja.
Ich bin ja immer froh, wenn wir einen würdigen Gegner haben, und wir haben einen sehr würdigen Gegner. Also die russischen Hacker sind hervorragend ausgebildet. Die sind richtig gut. Und das ist eine der Gruppierungen, mit denen wir es zu tun haben, Cyberberkut. Die haben ja auch mal bei Angela Merkel vorbeigeguckt, so im Bundeskanzleramt. Die haben auch das Innenministerium bei uns besucht. Und die haben noch so ein paar andere Sachen gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Das Schweizer Außenamt war ja im Jahre 2008 mit einem Exploit-Kit beglückt, das eines der besten Tools gewesen ist, was ich je gesehen habe. Ich hatte das Glück, dass der Chefermittler, den die Schweizer eingekauft haben, ein guter Freund von mir war. Und der, der den Quellcode geschrieben hat, ein weiterer guter Freund von mir, sodass wir sehr schnell einen Quellcode bekommen haben und dann mal gucken, wie es ging. Die haben 2 Jahre lang das Außenamt auf links gezogen. Die haben Data Mining Capabilities eingebaut in dieses Tool, haben herausgefunden, wo gehen die wichtigen Mails hin, wo liegen die wichtigen Informationen, haben die im Netz gesammelt. Die haben das Ding sogar abgegradet. Also wir haben einen Client gefunden mit einer älteren Version und die aktuelle Version war drauf. Nicht erkennbar, also weder durch irgendwelche Sachen, und haben einmal die Woche bei Microsoft Patch Day im Grundrauschen Informationen rausgejagt. Also nicht, wie man vermutet, erstmal alles raus, das wäre aufgefallen, nein, nur die Informationen, die relevant waren. So hat es 2 Jahre gedauert, bis dieses Toolkit aufgefallen ist. Wir haben uns dann ausgetauscht, auch mit den österreichischen Kollegen. Sie hatten es, wir nicht, was jetzt nicht daran liegt, dass wir so viel besser sind, sondern wir haben einfach Glück gehabt. Und das sind die Ziele von Cyberberkut, die offiziellen. Also Monitoring ukrainischer Netzwerker, die machen den kompletten Netzscan und gucken sich an, was die Ukraine da tut. Sie identifizieren illegale ukrainische Gruppen, also illegal natürlich aus russischer Sichtweise, weil aus ukrainischer Sichtweise sind die Gruppierungen ja legal. Und es geht natürlich um die Aufdecken krimineller ukrainischer Aktionen. Ja, und das ist so ein Hack. Der ist gut gewesen hier. Die haben die Infotafel in Kiew, ich weiß nicht, Sie kennen sowas vermutlich aus Wien, oder das beste Beispiel ist der Times Square, haben sie einfach die Infotafeln gehackt, haben Bilder von ukrainischen Generälen reingenommen und einen Banner drüber gemacht, Kriegsverbrecher. Das ist so die Art und Weise, wie man in Russland, Ukraine Cyberwar macht. Also fand ich eine der intelligenteren Attacken. Das ist auch gelaufen. Man hat mal eben wieder unser NATO Center of Cyber Excellence in Tallinn vom Netz genommen. Dann, wenn sie es versuchen zu erreichen, sieht das so aus. Also die Webseite ist verschwunden, weil neben der Ukraine ist auch Estland als Teil der baltischen Staaten immer mal wieder im Fokus russischer Angriffe. Ja. Die haben es jetzt gemacht. Es ist erstmalig gelungen und nachweisbar, dass es möglich ist, einen Stromausfall zu erzeugen. Und das haben die Gruppen hier gemacht. Und man sieht es hier, dass man in der Westukraine wirklich ein Kraftwerk abgestellt hat. Das ist für uns auch eine neue Dimension. Wir haben immer schon vermutet, 2008 haben wir schon den Blackout von Mark Ellsberg geübt, das Buch mit den amerikanischen Kollegen. Ist es möglich, das europäische Stromnetz außer Kraft zu setzen? Ich kann Sie beruhigen, es ist möglich. Und hier ist es erstmalig wirklich durchgeführt worden und man hat einen Teil der Westukraine einfach mal vom Netz genommen. Und das ist aktuell das Thema von meinem Vortrag, den ich in diesem Jahr in Österreich halten werde, über Advanced Persistent Threats, also ein APT, also Advanced, also mit sehr hohen Skills, von hervorragend ausgebildeten Leuten, persistent, also dauerhafter Angriff, und Threat eben als Bedrohung, und man nummeriert die durch und definiert sind das als Cyberangriffe oder Hackerangriffe mit staatlicher oder ideologischem Hintergrund. Das heißt, sie kriegen erst dann die Nummer APT zuerkannt, wenn sie Indizien dafür haben, und die haben wir auch im Rahmen der Attribution, dass es sich um einen staatlich gestützten Angriff handelt. Wir haben 2 Gruppierungen, 2 Länder, die sich maßgeblich bei der APT hervortun. Eins der Länder war gerade im Podium im Gespräch, China, und das zweite, ist Russland, und Hamatos ist so eins dieser APTs. Hier sehen Sie einen, der nutzt Twitter von den Cozy Bears. Und da sehen Sie schon einen Namen. Die russischen Hackergruppen geben sich immer gerne Namen, die irgendetwas mit Bären zu tun haben. Hier die Cozy Bears als APT-29, ein maßgeblicher Eingriff, der hervorragend funktioniert hat. Auch das haben Sie mitbekommen. Auch das ist Teil der hybriden Informationskrieg. Fancy Bears, wiederum eine russische Hackergruppierung, die die NADA gehackt hat und quasi Bilder von Athleten, die Ausnahmetatbestände haben, bei der Annahme von Medikamenten reinzustellen, als Gegenentwurf zu den aus russischer Sicht völlig falschen Unterstellungen der Riesendoping-Strategie, die sie in den Olympischen Spielen gefahren haben. Auch das ist schön, da sehen Sie mal, wie sich sowas entwickelt. Also gerade aus dem Osteuropäischen, wir sprechen immer von Ostgotien, das ist also wie das Land,
da mit einem relativ rechtsfreien Raum. Die sind sehr weit dabei, entsprechende Hacker-Tools und Ähnliches zu entwickeln. Das ist so eins, hier Snake oder Ouroboros, Senku, Snark, unterschiedliche Namen. Und hier sehen Sie, als es losging mit der Russland-Ukraine-Krise, wie schnell sich da verschiedene Derivate und unterschiedliche Tools entwickelt haben hier im Bereich von Snake. Das ist zum Beispiel so ein Tool, was auch das Schweizer Außenamt beglückt hat, was mit den herkömmlichen Antivirenscannern nicht zu finden ist. Ja, die Frage ist natürlich immer auch, funktioniert das wirklich so, wie es beschrieben ist? Ja, das ist eben die Erkenntnis, der hybride Informationskrieg funktioniert. Wird nicht entschieden, genauso wenig wie der konventionelle Krieg, läuft aber gerade im Bereich Russland-Ukraine auf hohem Niveau. Und das ist die andere Gruppe, Kibersotna. Das ist die Gruppe, die bei der ukrainischen Seite kämpft. Auch sehr, sehr gute Hacker mit entsprechenden Entwicklungen von Exploit-Kits, von Zero-Day-Attacks und ähnlichen Dingen. Und maßgeblich gegen Russland, während die russischen Hacker, wie beispielsweise Cyber-Berkut, gegen die deutsche Bundeskanzlerin oder das deutsche Innenministerium sich auch Richtung Westen orientieren. Ja, und das ist so ein Hack, den die Ukrainer gemacht haben, der gefällt mir ausgesprochen gut. Die haben einfach die Webseite von Russia Today gehackt und haben das Wort Russia und Russian einfach durch Nazi ersetzt. Also auch wenn Sie da auf irgendwelche Frames klicken und dann auf die Webseite runterscrollen oder wenn Sie Dokumente hochladen oder wenn Sie Filmchen starten, taucht überall da, wo Russia oder Russians dann Nazi auf. Das ist mal, wie gesagt, eine originelle Variante, wie man quasi Informationskrieg führt. Was natürlich eine maßgebliche Sache sind die Ausnutzung von sozialen Medien. Im letzten Jahr habe ich meine Social Meets Media Konferenz erstmalig durchgeführt. Die war in 3 Tagen ausgebucht, wo wir uns mit Social Media Analysen, Social Media Werkzeugen und dem Thema Social Media as an Effector, kann ich soziale Medien auch nutzen zur Manipulation, zum Propaganda und eben auch mit der Analyse dessen, was die beiden Nationen machen. Auch ein schöner Hack. Die haben einfach den Google Translation Service gehackt und haben gesagt, immer wenn einer nach Russland fragt, machen wir Mordor raus. Also auch solche Sachen finde ich einfach originell. Man sieht dann, mit welchen spaßigen Sachen die sich gegenseitig bekriegen. Auch eine schöne Geschichte. Es gab eine russisch-ukrainische Cybercrime Group, die eng zusammengearbeitet hat, aber hier gerade die Kriminellen in den Regionen sind sehr patriotisch. Die haben sich getrennt. Das ist hier ein Botnet. Also ein automatisiertes Netz, mit dem sie Angriffe fahren können. Und dann haben sie es einfach geteilt. Das haben die haben ganz schnell versucht, jeweils die Control-Server, die weltweit verteilt waren, zu übernehmen, um dann dieses Dirtjumper-Botnet mit knapp 1,2 Millionen Rechnern so zu übernehmen und bekriegen sich quasi jetzt mit dem Botnetz, was sie aus Cybercrime-Organisationen aufgebaut haben. Und man kann das verfolgen. Auch das ist eine Waffe. CryptoLocker interessiert mich mal. Wer von Ihnen hat denn schon Ransomware sich eingefangen? Also ich fange mir sowas immer gerne ein, weil muss man ja testen, funktioniert sehr gut. Da hat sich wenigstens einer gemeldet. Das ist so einer, CryptoLocker. Das Schöne ist, die haben immer einen Timer, 96 Stunden und der läuft runter und dann kriegen sie den Tipp, Achtung, müssen Bitcoins runterladen und dann kriegen sie ein Verschlüsselungstool. Und jetzt möchte ich Sie mal beruhigen. Ich sage, wenn Sie sich sowas einfangen, fangen Sie sich sowas von richtig guten Kriminellen ein. Weil dann können Sie sicher sein, dass der Entschlüsselungstool funktioniert, weil das ist ein Wirtschaftsfaktor. Sie wollen ja Kundenzufriedenheit. Das heißt, wenn sich rumspricht, dass Ihre Verschlüsselungstools nicht richtig funktionieren, zahlen die Leute nicht mehr. Die haben eine FAQ-Seite. Die haben einen User-Helpdesk. Wenn Sie jetzt sagen, Bitcoin habe ich noch nie gekauft, kein Problem. Nehmen Sie Verbindung auf, Sie kriegen Informationen, wie kriege ich Bitcoins und dann können Sie sich entsprechend Entschlüsselungssoftware runterladen und dann können Sie Ihre Sachen nutzen. Es gibt immer so ein Fake-Gerücht, FBI hätte gesagt, man kann da nichts gegen machen, Sie müssen zahlen. Das hat das FBI zwar so nicht gesagt, aber Sie sollten auch nicht das machen, was bei dem BSI, bei uns, dem Bundesamt für Sicherheitsinformationstechnik, auf der Seite stand. Gehen Sie zu den lokalen Polizeibehörden. Können Sie natürlich gerne machen. Ich finde es immer gut, wenn meine uniformierten Kollegen mal Besuch kriegen. Aber wenn Sie glauben, die Polizei könnte so einen Code entschlüsseln, nee. Das können selbst wir nicht. Also, wenn Sie sich so ein Ding einfangen, ist das ein Problem. Es gibt einen ganz einfachen Schutz, der nennt sich Backup. Da sollten Sie aber so clever sein, das Backup nicht ständig an Ihrem PC dran zu binden, weil CryptoLocker ist großzügig. Der überschlüsselt auch Backups. Und dann macht Backup auch nicht so richtig viel Sinn.
Und es ist noch eine schöne Geschichte. Wir haben den Quellcode von Locky analysiert, das ist so eine Ransomware aus Russland, haben festgestellt, es ist ganz cool, wenn Sie die prüfen, in welchem Land Sie sich die Ransomware einfangen. Also wenn Sie in Russland, in Weißrussland oder in Rumänien sind, also eine IP-Adresse aus eins der drei Ländern haben, funktioniert Locky nicht. Das sind patriotische Kriminelle nach der Devise, wir bescheißen nur den Rest der Welt, aber nicht unsere eigenen Leute. Also das sind so Dinge, die gefallen mir ausgesprochen gut. Also wir waren echt baff, als wir festgestellt haben, wobei jetzt erstaunlich, warum die drei Länder, Weißrussland, Russland, ist klar, dass die gehören cybercrime-mäßig zusammen. Warum Rumänien drin ist, fanden wir etwas überraschend. Aber gut, auch die Rumänen sind geschützt. Ja, und hier sehen Sie mal, wie die Angriffe laufen. Das sind so die Zahlen hier, Hunderttausende von den Kryptolockern, ähnliches, das ist eine Folie von CrowdStrike und hier 161.000 in der Ukraine. Liegt nicht daran, dass die in der Ukraine so viel Geld haben, sondern da wird der Kryptolocker einfach eingesetzt, um entsprechende Maschinen zuzubimmen. Ransomware eignet sich nicht nur für Erpressungsgeschäfte, sondern logischerweise können Sie durch das Überschlüsseln von Informationen einfach Leute daran hindern, ihre IT zu nutzen. Das ist übrigens hier ein guter Freund, Most Wanted beim FBI. Evgeny Mikhailovich Bogachev, der hat das SUS-Botnet, mit dem wir uns seit jetzt 7 Jahren rumschlagen. Geschätzte 3,6 Millionen Rechner. Wenn Sie mal wissen wollen, was Sie das so kostet, wenn Sie so ein Botnet nehmen, wo Sie das Internet mal eben auf Stopp stellen können, das kostet Sie $195.000 pro Tag. Ist nicht viel Geld. Und Sie können es auch in Teilen mieten, sagen, ich brauche nicht so viele Rechner und das ist das, was er entsprechend anmietet. Dazu kommt natürlich, was wir auch festgestellt haben, Crime as a Service, die werden immer besser. Das heißt, Sie können alles kaufen und bestellen dann in den Regionen. Und wenn Ihnen mal aufgefallen ist, die Anbahnungsversuche zum Beispiel für Geldwäsche, wo drin steht, Sie können als Finanzagent schreiben, werden im immer besseren Deutsch geschrieben. Das ist jetzt nicht mehr wie früher Google Translation Service für Ukrainer, sodass Sie sich dann auch entsprechend wahrgenommen fühlen. Ja, das war so der Teil, wo ich sage, es geht hier um entsprechende Hackerangriffe und Ähnliches. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der uns vor allem in Deutschland mehr und mehr beschäftigt. Das ist der massive hybride Informationskrieg, den Russland gegen uns führt. Und man sieht hier Propagandaseiten, das ist eine Propagandaschau, das ist eine pro-russische Propagandaseite, die entsprechend dann Informationen macht. Dann haben Sie hier zum Beispiel aus der Zeitschrift Atlantic, sehen Sie Novemberausgabe 2016, die sich erstmal mit dem Thema, ja, Informationskrieg beschäftigt hat. Ja, und das ist hier. So, Kreml Trojan Horse ist ein interessanter Artikel, beschäftigt sich mit deutschen Wirtschaftsbossen und Politikern, denen eine zu große Nähe zu Russland nahegelegt wird. Unser Ex-Kanzler mit Gazprom ist das beste Beispiel. Auch auf diesem Wege versucht die russische Regierung in Deutschland Einfluss zu gewinnen. Ja, und natürlich mit so etwas, das ist quasi das russische Facebook. Das nennt sich Wie-Kontakte und dort tummeln sich dann beide Nationen und tauschen sich aus. Also die meisten slawischen Staaten haben entsprechend Wie-Kontakte als ihre Facebook-Variante. Und hier sehen Sie auch Standardisierung. Blau sind die russischsprachigen Wie-Kontakte-Nutzer und das Rote und das Helle, das sind quasi die ukrainischsprachigen Wie-Kontakte-Nutzer. Und so sieht man auch nochmal die entsprechende Trennung zwischen der Ostukraine und der westlichen Ukraine, auch was den Sprachraum angeht. Ja, und das ist eine Folie, die ist nicht von mir, finde ich auch nicht übersichtlich, aber zeigt einfach deutlich die vielen verschiedenen Gruppierungen, die in Deutschland dafür zuständig sind, dass russische Interessen dargestellt und veröffentlicht werden. Und das sind Beispiele. Wir haben Russia Today. Neben der englischen Sprachausgabe ist Deutsch die zweite Sprache für Russia Today. Das ist der Hauptnachrichtensender Russlands, den Sie gucken können. Ich habe Russland-Deutsche als Nachbarn, die sagen, wir gucken das, weil das ist sehr informativ und orientiert sich quasi auch das, was die Russen entsprechend machen. Ja, und da geht es um sowas hier. Den berühmten Abschuss dieses Flugzeuges. Und Sie sehen, Volksbetrug.net, die Wahrheit erkennen, das ist genau das Gegenteil, das ist eine Propagandaseite, die deutlich macht, dass dieses Flugzeug abgeschossen worden ist, und zwar von den Ukrainern. Sie haben hier Sputnik, eine weitere Informationsplattform Russlands für den deutschsprachigen Raum, die deutlich macht, Achtung, das ist alles ganz anders gewesen. Wie gesagt, hier wird unterstellt, der Westen hat Beweise, tatsächlich hat der Westen keine Beweise, weil die Russen haben Beweise. Und das ist auch so ein Beispiel. Hier sind Bilder reingestellt worden von dem kleinen Mädchen neben der toten Mutter. Das sind also Originalfotos aus der Ostukraine. Und wenn Sie genauer hingucken, sehen Sie rechts. Das ist ein Bild von einem Film, wo es um den Kampf um die Festung Brest im Jahre 1945 ging und eben nicht in der Ostukraine. Aber was eben entscheidend ist,
Das Bild links bleibt in den Köpfen der Leute haften, die das sehen und verifizieren von Informationen. Die Zeit nimmt man sich heute nicht mehr. Und es zeigt die Macht der Bilder in diesem Fall. Ja, und hier ist das Beweisfoto. Das ist das ukrainische Yachtflugzeug, was den Flug MH70 abgeschossen hat. Blöd ist nur, dass das Flugzeug 7 Jahre vor dem Abschuss geflogen wird. Also habe ich festgestellt, die Ukraine haben das am langsamsten fliegende Flugzeug der Welt. Es ist quasi 7 Jahre da oben geblieben, um dann den entscheidenden Abschuss zu machen und auf diese MH70-Maschine zu machen. Aber so völlig unerheblich, weil das sind die Bilder, die bei Russia Today entsprechend in den Nachrichtenmedien gezeigt werden, um deutlich zu machen, der Westen lügt. Und ein weiteres Beispiel, das ist Dr. Olga Wieder. Das ist eine Mathematikerin, Deutsch-Ukrainerin, hat einen deutschen Pass und hat sich aus Freude über die Freiheitsbewegung der Maidan auf Facebook mit der ukrainischen Flagge im Gesicht gepostet. Und das ist die Hauptnachrichtensendung in Russland. Also wie ORF 1 oder bei uns ARD und CDF, die wichtigste Nachrichtensendung Russlands. Und dieser sympathische Mann, also ein Propagandist erster Güte, zeigt Bilder von Leichen toter russischer Soldaten. Und diese Soldaten werden von der Frau Dr. Wieder ausgenommen. Und die Organe werden dann eingepackt und in Deutschland verkauft. Und das Beweisfoto sieht man da, die zugedeckte Leiche eines russischen Soldaten. Und den Hinweis, die Organe müssen frisch sein. Und den Hinweis, dass die Frau Dr. Wieder, die ja Mathematiker ist, aber die haben gesagt, Doktor erreicht, ist irgendwas Medizinisches. Das passt schon. Oder das hier, wenn Sie es mitbekommen haben, der Fall Lisa. Ein kleines Mädchen sagt, sie wäre entführt worden von Flüchtlingen. Ein Riesenaufschrei, hat sich herausgestellt, das Mädchen war einfach eine Nacht nicht zu Hause. Da hat sich sogar der russische Außenminister eingeschaltet und hatte Zweifel an den Aussagen der deutschen Polizei, dass es eben nicht Flüchtlinge waren. Und Sie sehen hier, die AfD und die Russlanddeutschen gehen gemeinsam auf die Straße und protestieren gegen die Flüchtlingspolitik unserer Bundeskanzlerin. Und sehen hier Sputnik, das ist wieder dieser Nachrichtensender, der die Russen Interesse, der macht deutlich, wie funktioniert das hier, wir sind gegen Gewalt. Und da rechts oben, was Sie da sehen, das ist quasi die Gegenpropaganda. Das ist das Schreiben der Polizei Berlin, dass es alles nicht stimmt. So, und wenn Sie jetzt die bildgewaltigen Dinge betrachten, die ich Ihnen auf dieser Folie oder der Folie davor zeige, und Sie haben dann zum Vergleich die Stellungnahme der Polizei, können Sie sich natürlich vorstellen, was bleibt in den Köpfen der Bevölkerung tatsächlich hängen. Auch ein Beispiel, da bin ich natürlich besonders stolz drauf. Ich bin zwar Panzergrenadier, aber der Panzerwaffe natürlich zugetan. Dieser Leopard 1A5 Kampfpanzer kämpfte in der Ostukraine. Und warum? Sehen Sie da oben, das sind wiederum die Hauptnachrichten in Moskau. Und in den Hauptnachrichten zeigen die Journalisten ein Video von deutschen Kampfpanzern mit deutscher Kennung, also Y-Nummer drauf und ein deutsches Hoherzeichen, die in der Ostukraine die Ukraine unterstützen. Hauptnachrichten. Und Sie sehen hier auf Twitter und Ähnliches massiv unterstützt in Facebook, in Twitter, in Blogs und Foren bei Trolling-Attacken, um deutlich zu machen, Deutschland kämpft mit der Bundeswehr in der Ostukraine. Das ist das tatsächliche Video. Jahre vorher, das ist die Panzerringstraße in Bergen-Hohne. 2011 aufgenommen von einem Freund, der Panzer einfach gut findet und hat dieses Video ins Netz gestellt. Und der Hauptnachrichtensender der Russlands hat sich einfach gesagt, ist ein schönes Filmchen, packen wir mal rein und behaupten, die deutsche Bundeswehr kämpft in der Ukraine. Auch ein anderes Beispiel, also nicht nur Deutschland ist betroffen, das ist Jessica Aavo, das ist eine finnische Journalistin, Bloggerin, hochintelligente Frau, hat sich sehr interessiert mit dem Thema Trolling auseinandergesetzt, ich zeichne das gleich noch, und ist dabei massiv von russischer Seite angegangen worden. Man sieht das hier, sie ist als Medienprostituierte, als NATO-Propagandistin bezeichnet, aber man hat ihren Sexskandal andrehen wollen, man hat sie als Drogendealer geoutet, ins Netz gestellt und Ähnliches und hat systematisch in Blogs und Foren alles, was sie gemacht und geschrieben hat, in Frage gestellt und immer wieder mit ungeheuerlichen Unterstellungen in Richtung sexueller Ausprägung oder sonst etwas. Auch so eine Seite, Informnapal, das ist jetzt die andere Seite, die ukrainische, die ist nicht viel besser.
Die behauptet natürlich auch eine Menge Dinge und macht es für uns dann entsprechend schwer zu verifizieren, weil der Propagandakrieg läuft auf beiden Seiten. Und das ist auch gut. Die haben, das ist hier Stop Fake News, die haben die Überwachungskameras der Straßen der Ostukraine gehackt und haben die Bilder reingestellt, um nachzuweisen, dass die russischen Streitkräfte mit Gefechtsfahrzeugen die Rebellen in der Ostukraine unterstützen. Und dann haben sie eben hier entsprechend den Nachweis und das nennt sich dann Ukrainian Cyber Army. Hat aber mit den tatsächlichen Streitkräften nichts zu tun, ist wie Kibersotnia einfach eine entsprechende Hackergruppe, die sich auf die Seite der Ukrainer geschlagen hat. Einer der größten Hacker, Eugene Dukukin, hat inzwischen 28 verschiedene Facebook-Seiten, davon 27 gefälscht und die eigene hier. Und das ist auch das, was wir beobachten, das ist auch Teil meiner Arbeit. Wir haben einen 3-Sterne-General bei uns in der Bundeswehr, der mich anrief, der hatte eine gefälschte Facebook-Seite. Wir haben die Seite dann analysiert und herausgefunden, es war wirklich eine perfekte Facebook-Seite. Mit richtigen Freunden, mit Statements und in den Statements leicht antislawische, antiserbische Äußerungen eingepackt, weil er war nämlich ehemaliger Kommandeur KFOR im Kosovo im Einsatz. Und wir haben herausgefunden, diese Seite ist vom serbischen Nachrichtendienst gewesen. Das sind sogenannte Reputationsangriffe. Wir haben einen zweiten General, der hat 18 verschiedene Facebook-Seiten. Und die Amerikaner haben interessanterweise schon darauf reagiert und seit letztem Jahr eine sogenannte Digital Reputation Unit aufgebaut, um im Netz zu gucken, ob, ich sag mal, die höher besoldeten, wichtigen Leute einer Nation entsprechend mit gefälschten Facebook-Seiten, mit gefälschten Twitter-Accounts und Ähnliches agieren. Und diese Digital Reputationsangriffe nehmen nun mehr und mehr zu und sind von einer Qualität, die wirklich beeindruckend sind. Die andere Variante, die kennen wir aus China, das sind die sogenannten Anbahnungsangriffe. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Admiral Stavridis, der ehemalige Sakeur, also Oberbefehlshaber der NATO, hatte eine gefälschte Webseite. Interessanterweise, wir haben herausgefunden, chinesischer Nachrichtendienst, interessanterweise ging es jetzt nicht um Reputationsangriff, sondern die haben sich überlegt, wir können jetzt ja nicht hingehen und sagen, Admiral, möchtest du für die chinesische Regierung arbeiten? Ist so ein bisschen plump. Aber die haben sich gesagt, wenn sich einer traut, dem Admiral eine Freundschaftsanfrage zu schicken. Das sind die wichtigen Leute, weil Sie können sich vorstellen, so ein Registratursergeant, der einfach mal schreibt, hey Admiral, nice to see you in Facebook, das macht er auch nur einmal bei dem doch sehr rigiden hierarchischen System der Streitkräfte, anschließend zählt er Socken in Alaska. Und so gesehen haben Sie sich gesagt, wer sich quasi bei ihm mit einer Freundschaftsanfrage meldet, ist auf jeden Fall einer, der für uns von Interesse ist. Also wie gesagt, Reputationsangriffe oder Anbahnungsangriffe aus dem Bereich Social Media. Auch gut ist ein Ukrainian Crisis Center. Sie sehen, Deutschland ist, also der deutschsprachige Raum ist wichtig für beide Nationen. Die haben also auch eine deutschsprachige Seite hier veröffentlicht. Ganz faszinierend finde ich das zum Thema Pressebashing. Das zweite deutsche Fernsehen hat nichts Besseres zu tun, als von dieser Infoseite zu zitieren, wo ich sage, also da steht ja schon Propaganda drauf und ich würde doch als seriöser Journalist einfach versuchen, erstmal zu verifizieren, bevor ich auf die Propagandameldung der einen oder der anderen Seite reinfalle, weil da tun sich beide Seiten nichts. Ja, und das sind so Bilder hier, nochmal die AfD, ganz spannend, Putin hilf uns, die dann eben deutlich machen, wir haben hier ein gemeinsames Problem, das sind die Flüchtlinge, das nochmal aus dem Fall Lisa. Was die Russen wirklich perfektioniert haben, das ist nämlich das berühmteste Haus in St. Petersburg, das ist die sogenannte Trollakademie. Und so liegt das aus, Trolling. Und ich mache auch Firmenberatung. Es gibt so zwei Arten, wie Sie im sozialen Medien belästigt werden können. Die haben entweder einen Shitstorm oder Sie werden getrollt. Shitstorm ist, Adidas ist ein gutes Beispiel, als die haben ja die Europameisterschaften in Polen und Ukraine unterstützt und dann gab es auf einmal einen Shitstorm, weil die Ukraine hat Hunde getötet, damit die nicht auf der Straße rumliefen. Also haben die Tierschützer gesagt, Adidas tötet Hunde und diesen Shitstorm hat Adidas entsprechend aufarbeiten müssen. Hier ist wichtig, wenn Sie einen Shitstorm erleben, wo Sie einfach mit Aussagen, müssen Sie reagieren als Firma. Sie müssen sich damit auseinandersetzen, weil ansonsten verlieren Sie. Das andere ist Trolling. Hier geht es nur darum, quasi das Stören von Kommunikation im Internet, einfach weil es Spaß macht. Und es gibt einen Grundsatz, den man auf jeden Fall einhalten sollte, don't feed the troll. Sie können gegen die nicht gewinnen. Versuchen Sie nicht mit denen zu kommunizieren, sich in irgendeiner Form auseinanderzusetzen. Es geht nicht. Und die Russen haben eine professionelle Trollakademie, einfach Studenten eingekauft, die nichts anderes machen, als in den Netzen pro-russische Kommentare, in Blogs, in Foren, in Chats, über Twitter und Facebook zu verbreiten.
Sorry. Ja. Und was hat man entwickelt? Sogenannte Social Bots oder Act-Trolls. Das sind Maschinen. Was für uns interessanter ist, es hat vor 2-3 Jahren angefangen, dass wir feststellten, man kann davon ausgehen, dass nach derzeitigem Stand 22% aller Twitter-Meldungen sind Maschinenmeldungen. 22% mit steigendem Anteil. Wird irgendwann in Richtung 1/3 gehen, wo sie ausgehen können, alles was in Blogs und Foren steht, ist mit Maschinen, die zunehmend mehr und mehr mit künstlicher Intelligenz ausgestattet worden sind, dass es sehr, sehr schwierig ist, entsprechende Bot-Detekten zu machen, um herauszufinden, wo finde ich einen Social-Bot und wo nicht. Es gibt so ein paar Indizien. Leute, die sich sehr häufig melden, bloggen, aber ganz, ganz wenig Follower haben und quasi ausschließlich Retweets. Das heißt, die tweeten nicht selber, sondern die reagieren nur dann, wenn irgendwelche vorgegebenen Suchbegriffe wie Russland oder andere Begriffe auftauchen, auf die sie dann entsprechend im Rahmen des Trolling reagieren. Und Act-Troll heißen die deshalb. Normalerweise haben sie bei Twitter ja so ihr eigenes Foto. Da die natürlich keine Fotos reinstellen, ist ja schließlich eine Maschine, ist es einfach so ein Act-Troll. Und dann sehen sie an den fehlenden Followern, an der Tatsache ausschließlich Retweets, da können sie von ausgehen, dass es ein entsprechend maschinenbezogenes Troll. Und hier sehen Sie, wie sowas funktioniert. Das ist von so einer Analyse-Software, wie die identifiziere ich Social Bots. Und Sie, auch wenn Sie kein Russisch können, können Sie entdecken, es sind jedes Mal quasi Twitter-Accounts von ganz normalen Leuten wie Sie und ich. Und auf diesen Accounts sehen Sie dann entsprechend einen Kommentar und der ist jedes Mal der gleiche. Das kriegen Sie aber nicht mit, weil Sie sehen nur, dass ein Kommentar so nach der Devise, so schlimm ist das doch gar nicht und man muss auch mal die andere Seite sehen. Also man versucht insgesamt eine positive Beeinflussung im russischen Sinne hinzukriegen und deshalb werden diese automatischen Sachen abgeschossen auf alle die Leute, die in irgendeinem Sachzusammenhang sich mit Russland beschäftigen. Und da Sie ja nicht sehen, dass die gleiche Meldung an 400 oder 4000 andere gegangen ist, sondern Sie kriegen ja nur die eine, ist es für den Einzelnen natürlich extrem schwierig herauszufiltern, ist es jetzt ein Angriff eines Social Bots, dem ich ausgesetzt bin, oder ist es tatsächlich ein Retweet, der sich mit mir fachlich oder sachlich auseinandersetzen will. Das Problem hierbei ist, die Masse macht's. Und wir haben für den ausstehenden Bundestagswahlkampf zumindest die vernünftigen Parteien, die gesagt haben, wir verzichten auf Social Bots. Die AfD hat gesagt, das ist eine gute Sache, weil sie machen damit Meinung. Sie besetzen ein Thema, sorgen dafür, dass sich möglichst viele Leute darüber unterhalten und viele Leute können sie einfach automatisiert erzeugen. Und schon haben sie im politischen Raum ein Thema platziert, von dem man meint, das ist in der öffentlichen Diskussion, was es faktisch nicht ist, weil ich durch die Ausnutzung von Social Bots Masse erzeuge. Und das macht das Ganze entsprechend gefährlich und zeigt auch, welche Macht soziale Medien haben. Und das ist auch ein Teil meiner Konferenz, wo wir herausfinden können, geht man mit dem Problem um, wie kann ich Social Bots identifizieren und. Ich finde es immer witzig, die richtigen Klientel, sie kennen sich damit aus. Mir hat ein General gesagt, Putin, der hat sich das relativ spontan überlegt. Ich sage, nee, da gibt es was ganz Einfaches, das nennt sich Internet, da kann ich ihm beweisen, dass das nicht spontan war. Klar. Wenn ich die Kommunikation kontrolliere, also die Service Provider, kontrolliere ich ein Land. Das haben auch die Russen rausgefunden. Das sind also die ukrainischen Service Provider, ganz normal, wie man das so kennt. Und das ist die Straße von Kertsch. Die haben im Januar angefangen, die Ukraine-Krise hochfahren zu lassen. Und jetzt wissen Sie ja alle, wie das läuft mit der Internetregistrierung. Gucken Sie mal die Timeline an. Die haben in 4 Monaten Seekabel gelegt und den Registrierungsprozess bis Juli abgeschlossen. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal so ein Seekabel gesehen hat, so eine Seekabel-Endstelle. So ein Seekabel hat so 60 bis 80 Zentimeter Durchmesser. Also es ist nicht so, dass Sie hier bei Konrad oder Best Buy sagen, ich ziehe mal eben 14 Kilometer Seekabel von der Rolle. Da brauchen Sie Spezialschiffe. Da gibt es nur wenige von. Das ist nicht so, dass Sie in den Hafen von Odessa reingehen und sagen, Mensch, steht da hier so ein Seekabelleger rum, den kann ich mir mal eben leihen. Nein, das müssen Sie lange planen. Und ich kenne Ihre Streitkräfte, aber über die will ich nicht lästern, ich lasse lieber meine eigenen Streitkräfte. Wenn wir das bei der Bundeswehr gemacht hätten, hätten wir dieses Jahr quasi die Fähigkeitsforderung entwickelt, dass wir ein Seekabel brauchen, hätten 2018 die Idee entwickelt, wir sollten es legen lassen, hätten 2022 mit der Beschaffung begonnen, hätten 2025 festgestellt, verdammte Hacke, wir haben das Schiff vergessen und hätten irgendwann 2027 dann so ein Seekabel fertig, aber noch nicht richtig angebunden. Und die machen das in 6 Monaten. Größten Respekt, kann ich nur sagen, größten Respekt, wenn man sieht, ja,
dass Putin ganz spontan gesagt hat, ich hätte jetzt gerne ein Seekabel, und haben gesagt, machen wir. Also man sieht, das sind so die Kleinigkeiten, wo man guckt. Und hier, wie gesagt, das ist Ihnen ja mehr als nur bekannt. Ich habe leider keine Ukraine. Ich hätte mal gerne gesehen, wie das bei der Krim gemacht hat. Die klingeln dann quasi bei den Service-Providern und sagen, wir müssen mal eben das Schild ändern. Sie heißen jetzt nicht mehr ukrainischer Service-Commander oder Krellkom, sondern sie heißen jetzt Mirinda, weil das ist der neue. Also Mirinda ist jetzt die neue ukrainische größte Service-Provider geworden, hat dann die ganzen anderen Sachen aufgenommen. Und dann sehen Sie auch bei der Umstellung vom Durchsatz her, dass dann relativ schnell erkennbar ist, dass es dann auch einer der großen Player ist. Also die Russen haben es wirklich geschafft, innerhalb von 6 Monaten maßgeblichen Kommunikationsströme, den Internetverkehr auf der Krim zu kontrollieren durch die Bildung eines neuen Internet-Service-Providers, der quasi dann die Altlasten übernommen hat. Jetzt will ich aber nicht nur über Russland oder Ukraine, auch wir haben das Problem, Lügenpresse, eine Riesendiskussion im deutschsprachigen Raum, oder ich habe auch schon gepostet, ne, bei der Border Police, ich bin im Juni wieder für meine US-Study-Tour, mal gucken, ob ich die hinkriege, dass sie mich nicht reinlassen, weil ich habe schon gesagt, in meinen ganzen sozialen Medien, I dislike your president for several reasons, und dann mal gucken. Das ist Fox News, die geben stumpf zu, ne? Also das ist wahr, was die Leute glauben wollen. Ganz interessant, hier ist ein Bild quasi, wo eine palästinensische Rakete in Israel eingeschlagen ist, also die bösen Palästinenser. Dummerweise ist es genau andersrum gewesen. Es war also eine israelische Rakete, die in Palästina eingeschlagen worden sind, aber so geht man mit Informationen um. Das ist auch das Bild, was dieser Nachrichtensender in Trumpscher Manier an Wahrheiten der amerikanischen Bevölkerung anbietet. Und ich stelle immer wieder, wenn ich drüben bin, mit Erschrecken fest, es gibt eine Menge Amerikaner, die glauben das. Ja, und deshalb zum Abschluss mal ein paar Gedanken. Wie gesagt, es ist immer leichter, einer Meinung zu sein, aber man sollte gucken, ist es die richtige? Sie kennen von uns vermutlich die Zeitung mit den 4 großen Buchstaben, die haben auch manchmal so ein gestörtes Verhältnis zur Wahrheit. Sollten wir einfach mal sagen, ist das im deutschsprachigen Raum nicht auch ein Problem, über das wir reden müssen? Wie funktioniert bei uns Presse? Ist sie so frei, wie sie ist und behauptet? Bei uns nämlich, wir haben einen Rundfunkrat für die Öffentlich-Rechtlichen, wir zahlen ja dafür, dass wir Fernsehen gucken dürfen in Deutschland, mit dem großen Vorteil, dass im Rundfunkrat Parteien sind. Interessanterweise hat das Bundesverfassungsgericht in Deutschland festgestellt, dass die Parteien zu viel Einfluss haben auf die in Anführungsstrichen freie Presse. Klar, und dann überlegen Sie sich immer, welche Zeitung Sie legen, weil Leute sagen immer, wir müssen quasi in den richtigen, anständigen Zeitungen schreiben, was die Wahrheit ist, sage ich, das nützt nichts, weil diese Zeitungen werden von denen nicht gelesen. Die gucken Russia Today. Da können Sie noch woanders reinschreiben, wie Sie es sehen. Sie müssen versuchen, in die Diskussion mit diesen Gruppierungen zu gehen. Und das ist auch ein wesentlicher Aspekt. Sie können nicht kommunizieren, ohne in irgendeiner Form zu beeinflussen. Das tue ich auch gerade hier in meinem Vortrag, weil das einfach dazugehört. Ja, und das ist immer die Sache, was mögen wir eigentlich? Lieben wir die unbequeme Wahrheit oder ist eine beruhigende Lüge für uns nicht einfach angenehmer, als sich mit den Themen tatsächlich auseinanderzusetzen? Ja, zum Thema Lüge und Wahrheit, hier ein schönes Bild von mir bei 1 Festival, blöderweise bin ich das gar nicht. Also wenn Sie meine Googleability feststellen, werden Sie merken, ich habe so ein paar Besonderheiten von Dingen, die ich angeblich gemacht habe. Ich schaffe es, auf 3 Konferenzen gleichzeitig zu sein, dabei teilweise in unterschiedlichen Kontinenten. Ich halte tolle Vorträge im arabischen Raum. Bin ich immer wieder als Speaker gebucht mit der Keynote, werde auch großzügig angekündigt. Dann kriege ich wieder Fragen vom Pressestab, was machst du in Abu Dhabi? Ich sage, keine Ahnung. Oder was auch gut gelaufen ist, ich mache Darknet-Vorträge und da ging die Frage nach dem Waffenkauf. Wir hatten ja den Vorfall in München und da hat mich die Münchner Tageszeitung, der Münchner Merkur, zitiert. Vollen Dienstgrad Oberstleutnant Volker Kotzer-Busch mit der Verteidigung äußert sich zum Darknet, kam ein Anruf aus dem Ministerbüro, wieso ich nach dem bayerischen Innenminister der Meinung war, ich müsste mich dazu zu äußern, sagte ich, wüsste ich auch gerne, die haben mich gar nicht gefragt, die haben einfach aus einem Artikel abgeschrieben, den ich für die X geschrieben habe. Also das sind so Dinge, die passieren. Und hier, ganz interessant, Sie beschäftigen sich ja mit Registrierung und Ähnliches. Für mich technisch wirklich erstaunlich. Diese Fehlermeldungen laufen auf meiner E-Mail-Adresse volkerkotzok@bmvg.bund.de auf. Und das sind einfach diese Return of Delivery-Meldungen. Ich habe das Bouncing bei mir abgestellt als Sicherheitsfeature, weil ich natürlich sehen will, was tut sich da. Wie gesagt, Brasilien ist logisch, überall dort, wo Olympische Spiele sind oder Fußball-Weltmeisterschaft ist das Land, wo Cybercrime am besten funktioniert. Deshalb habe ich von jedem großen Service-Provider in Brasilien eine E-Mail-Adresse. Die haben schon die Kollegen aus Brasilien gesagt, du brauchst bei uns gar nicht reinkommen, du kriegst ja auch keine E-Mail-Adresse mehr, du hast ja überall schon eine. Und das freut mich besonders, auch jetzt als Europäer. Ich habe die ersten 3 italienischen, das heißt, ich gehe davon aus, auch die Mafia ist endlich im 21. Jahrhundert angekommen.
Also wenn Sie irgendwas haben wollen von Pornografie, Kinderpornografie, gefälschte Handtaschen, Luxuswaren, Drogen, ich liefere Ihnen alles. Ich stehe das dann immer. Ich bin immer ganz spannend und ich habe recht gute Preise. Also ich bin nicht richtig teuer. Das sind da so die Dinge, mit denen man sich beschäftigen sollte. So, und damit bin ich am Ende. Hab aber noch, wenn Sie Lust haben, soll ich Ihnen mal was von dem ersten BGP Suicide Attack erzählen. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Es gibt ein schönes Video. Also, in YouTube war ein Video anti-islamisch und die pakistanische Regierung war sauer. Ich hoffe, hier ist keiner von der pakistanischen Regierung. Ich hatte schon mal einen da, der war ganz begeistert über die Geschichte und sagt, die stimmt. Das hat mich dann wieder beruhigt. Ich brauche Ihnen das nicht erklären, das kennen Sie. Ich mache das ja auch immer für Leute, die sich nicht mit dem Internet auskennen. Also funktioniert das entsprechend mit den IP-Adressen und Routing. So, und dann gibt es im YouTube mit einem eigenen Autonomous System, mit einem Knoten und es gibt Pakistan. Und so sieht das aus. Also da unter dem blauen Pfeil Pakistan ist nichts drunter. Damit Sie mal so sehen, wie groß ist der Traffic Richtung YouTube und wie groß ist der Traffic Richtung Pakistan. Nun waren die Pakistanis ein bisschen sauer und haben sich gedacht, wir machen einfach mal eine BGP. Also wir greifen das Routing-Protokoll an und ändern das. Und sagen jetzt dem Rest der Welt, YouTube ist nicht mehr beim Knoten 36561, nein, YouTube ist jetzt beim Knoten 17557, Pakistan. Und was haben sie gemacht? Die haben es gemacht. Wenn Sie aber jetzt ein bisschen Ahnung von Technik haben, können so Begriffe wie Bandbreite zum Beispiel eine Rolle spielen. Wenn Sie das dann feststellen, dass Sie in einem Land sind, wo Sie mit einem 2-Gigabit-Netz quasi die komplette Auslastung eines gesamten Landes widerspiegeln können, weil die haben nicht so viel, und sich dann überlegen, was für eine Bandbreite könnte zum Beispiel YouTube haben. Wenn Sie feststellen, wenn Sie quasi das gesamte Routing YouTubes einfach mal in Ihr eigenes Land machen, hat das Land kein Internet mehr. Weil alle tummelten sich ja auf den Leitungen und wollten YouTube-Videos gucken. Und deshalb bezeichnen wir diesen Angriff der pakistanischen Regierung als ersten Suicide-BGP-Attack, weil die Pakistanis haben sich wirklich komplett abgeschossen. Die konnten noch nicht mal auf die Routing-Tabellen zugreifen, weil das Netz war beschäftigt. Wir würden ja gerne, aber im Moment ist bei uns Traffic ohne Ende. Zum Glück hat YouTube ein pfiffiges Kerlchen gehabt, der sehr schnell reagiert. Wir haben mit denen gesprochen, man sieht das dann oben auf der Zeitleiste. Das ging recht schnell, ja, und kurze Zeit später sah die Welt wieder aus wie vorher. Also ein Tipp, wenn Sie mal einen Mitbewerber oder Konkurrenten motivieren wollen, schicken Sie ihn YouTube, so als Gesamttraffic. Und damit bin ich wirklich am Ende. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich auf eine hoffentlich interessante Diskussion heute Abend und auf den Abend insgesamt. Dankeschön. Danke an Volker Kotzer. Es ist doch Zeit, also für ein, zwei Fragen wäre noch Zeit, wenn Sie noch Lust zu haben. Immer. Ja? Funktioniert so wie immer, Hand hoch, Mikrofon kommt, da ist schon die erste Frage. Carsten Schiefner, sehr spannend, hat mir gut gefallen. Danke. Zwei Anmerkungen oder Fragen. Also am schönsten wäre es natürlich, wenn diese ganze Propaganda gar keinen Erfolg irgendwie hätte, also wenn man das mal unterstellen könnte. Ich glaube, dass das nicht so ist. Auf der anderen Seite gibt es, kennen Sie valide Studien, sagen wir mal, die das schon breit beleuchtet haben, welchen Effekt diese Twitter-Schlachten, diese Bot-Schlachten, diese Propaganda-Aufwendungen tatsächlich haben? Gibt es da schon erste Analysen, ob das also beispielsweise, wie es ja bei der US-amerikanischen Wahl jetzt postuliert worden ist, dass das möglicherweise das Wählerverhalten schon ein wenig verschoben hat und für die jetzt kommende Wahl zum Bundestag wird das ja ähnlich vermutet. Gibt es da tatsächlich schon valide Studien, die das abgreifen? Nein. Oder gut. Ich fand es faszinierend. Wir haben uns mit dem Gesamtthema beschäftigt. Ich war letztes Jahr in Tampa beim Web Operations Command von Stratcom, haben uns zum Thema Social Media ersten Effekt dort durchdiskutiert. Wir haben riesige rechtliche Probleme im Übrigen, was die Zulässigkeit solcher Aktionen ist, wenn man Streitkräfte ist. Sie kennen das ja, also gerade im deutschsprachigen Raum, wir lassen ja immer gerne alles von Juristen regeln, leider haben die keine Ahnung von Technik. Und als ich meine Social Media Konferenz gemacht habe, sagten die Konferenzteilnehmer, mir ist ja eigentlich aufgefallen, dass es keine Social Media Konferenz in Deutschland gibt. Gibt es nicht. Geschweige denn, dass sich jemand damit beschäftigt. Es gibt Forschungsprojekte, gerade bei der FKI, IBG und ähnlich, die wir aber jetzt im Auftrag gegeben, um genau das zu machen. Wie sind die Wirkmechanismen, wie funktioniert das und wie gehen wir erstmal als Streitkräfte damit um und dann natürlich behördenübergreifend im Rahmen Krisenfrüherkennung mit Vertretern Außenamt anderer Behörden, um zu sagen, was läuft da gerade.
Wir stellen nur in Gesprächen fest, also jeder, wir haben 2 Millionen ja Komprätirets, wie die heißen, also Russland, deutsche Russlandsprechende in Deutschland, und stellen eben zunehmend fest, die glauben das, was sie sehen. Und wir haben 16% Deutsche, die AfD wählen. Die glauben auch das, was denen erzählt wird. Also es zeigt Wirkung. Desinformationskampagnen funktionieren. Sie können Leute auf ihre Seite ziehen, einfach dadurch, weil die Leute etwas anderes nicht wahrnehmen wollen. Dann kommt das Thema Lügenpresse. So gesehen sind das zumindest die Indizien, wenn Sie mal sehen, wie viele Leute die AfD wählen, dass man unterstellen kann, in bestimmter Form funktioniert diese Destabilisierungskampagne, diese Desinformationskampagne. Aber ich finde die Frage auch sehr gut. Das ist ein Forschungsgegenstand. Wir diskutieren im Moment wirklich drüber, Social Media als Effektor. Und zwar hat jetzt gar nichts mit der Bundeswehr zu tun, sondern rein als nationale Aufgabe, um sich damit zu beschäftigen, weil es Sie auch als Wirtschaftsunternehmen interessieren sollte, welche Möglichkeiten der Manipulation es gibt, einfach wenn ich solche Social Media als Effekte auch nutze, um meinen Mitbewerber zu diskreditieren und ähnlich, was wir auch schon beobachtet haben, aber nicht im deutschsprachigen Raum. Also Social Media als Waffe ist ein spannendes Thema und wird uns auch die nächsten Jahre noch beschäftigen. Wir haben jetzt Wahlkampf in Deutschland, Social Bots wird das Thema des Jahres, merke ich auch, wie oft ich angefragt werde, um einfach mal ein bisschen vorzustellen, wie das funktioniert. Hier ist noch eine Frage in der vierten Reihe. Ich habe eine zweite Frage. Ach, und Sie haben auch noch das Mikro, wie praktisch. wenn es ginge. Wir hatten ja, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Das betrifft eher Sie als Person tatsächlich. Sie hatten ja gesagt, Sie haben jetzt mittlerweile schon E-Mail-Adressen in faktisch aller Herren Länder. Meine Frage war, ob jemand wie Sie, der sich, sagen wir mal, mit dem Thema durchaus exponiert, möglicherweise auch darüber hinaus einer, sagen wir mal, etwas erhöhten Gefährdungssituation, weil ich glaube, gerade die Herrschaften sind dann möglicherweise auch irgendwann mal physisch präsent. Ist das ein Thema für Sie oder eher nicht? Nee. Okay. Insofern, meine Googleability ist lausig. Bei mir läuft gerade ich arbeite ja auch im Bereich militärisches Nachrichtenwesen und ähnliches, meine Überprüfung läuft gerade immer, die Leute verzweifeln. Sagt er, eigentlich haben sie alles, sie sind erpressbar, sie machen illegale Aktivitäten, sind in kriminelle Handlungen verstrickt und sie haben Kontakte mit 18 russischen E-Mail-Adressen, macht mich jetzt nicht so richtig vertrauenswürdig. Und das ist die eine Sache. Die zweite Sache, die Cybercrime-Szene ist extrem effizient und effektiv durchorganisiert. Das sind Wirtschaftsunternehmen. Und das Schlimmste und Ärgerlichste für die wäre, wenn die Dinge tun würden, wo die Polizei Lust hätte, sich mit näher zu beschäftigen. Dinge tun zum Beispiel wie ein Umbringen, Erschießen, Verhauen und Ähnlichem. Dann kommt die Polizei. Wenn sie einem mehrere Millionen im Internet erleichtern, ja, erstmal gucken, dass man sie findet. Das heißt, die haben überhaupt kein Interesse, in irgendeiner Form quasi die klassischen Kriminalitätsfelder zu belegen. Und wenn sie sehen, mit welchen Umsätzen die hantieren, interessiert sie es gar nicht, ob da ein Kotzock auf der Bühne steht und rumschwadroniert. Da sagen die, schön, ne, posten wir mal was Lustiges oder geben ihm noch eine E-Mail-Adresse und verkaufen in seinem Namen Sachen und dann ist Ruhe. Und das ist eben die Entscheidung, die Sie treffen müssen, wenn Sie in den Bereichen, also als Cyberspezialist Vorträge machen in dem Bereich, Sie können nicht gewinnen. Darum bin ich in Xing, in LinkedIn können Sie mich gerne kontaktieren. Ich bin in Facebook, weil es ist jetzt alles hoffnungslos, deshalb kann ich damit leben und läuft gut. Ich hatte noch keinen Besuch von Oleg und Igor. Gut, bitteschön. Ja, also als Jurist und Informatiker muss ich sagen, also der Rechtsstaat möchte letztendlich doch gewinnen und das ist halt die Frage, die Provider können ja mithelfen und das ist die Frage, Polizei und auch Militär, die haben ja gern Begehrlichkeiten, dass ihnen die Provider helfen. Wie stellen sie sich vor, was sollen die Provider machen, sollen sie auf Zuruf agieren oder sollen sie selbst eine eigene Politik fahren? Ja, das ist eine wunderschöne Diskussion. Sie merken, ich bin sehr cyberaffin. Ich bin auch ein starker Vertreter Darknet-Tor-Technologie, weil dieses überwachungsfreie Kommunizieren finde ich ein wichtiges Element in einem freien Land. Sodass ich auch der Meinung bin, ja, wir kooperieren. Wir haben eine sehr gute Kooperation mit der Deutschen Telekom und Ähnlichem. Es ist nur die Frage, inwieweit kann ich das in einem sauberen Rechtsrahmen auf rechtsstaatlichen Prinzipien arbeiten wir zusammen, gerade im Rahmen Botnet-Detection, Botnet-Bekämpfung und Ähnliches, was sehr gut funktioniert. Aber in einem anderen Rahmen muss man einfach, gibt natürlich Wünsche und Begehrlichkeiten, die Amerikaner haben das Problem gelöst, die saugen einfach alles ab. Ich finde, mit so einer Lösung kann ich zumindest nicht leben. Ich bin froh, in einem Land zu sein, dass wir bestimmte Reglementierungen haben, die uns manchmal stören und hindern. Ich bin ja IT-Forensiker, aber letztendlich sollte man da gucken. Ich weiß, dass die Ermittlungsbehörden eng mit Ihnen zusammenarbeiten, Militär. Wir haben jetzt nicht so den geringen Bedarf, mit Service-Providern zusammenzuarbeiten. Wir haben zumal das Problem, dass wir mit Service-Providern zusammenarbeiten dürfen, die Bulletproof-Hoster sind, also
die für die organisierte Kriminalität arbeiten. Tadschikistan zum Beispiel, Usbekistan, die brauchen wir quasi für die Services. Ich habe da mal angerufen, wollte IP-Adressen haben für einen Straftatsfall. Dann hat er nur gelacht und sagte, wissen Sie eigentlich, wer unsere Hauptkunden sind? Ja, die haben es nicht so mit der Protokollierung. Aber das gehört einfach dazu. Und ja, wir arbeiten zusammen auf den Bereichen, die rechtlich geregelt sind und haben es auch einigermaßen, ob wir letztendlich gewinnen, gegen Kriminalität kann man nie gewinnen. Das ist immer so ein Hase- und Igel-Prinzip. Und ich sage auch immer, wenn ich mit Amerikanern diskutiere, wenn die NSA so gut wäre, wie sie behauptet, wieso gibt es dann überhaupt noch Cyberkriminelle? Sollte man auch mal drüber nachdenken. Gut, ach, eine Frage ist noch da, so viel Zeit ist auch noch. Mehr eine Ergänzung als eine Frage. Es gab in der Ukraine folgenden spannenden Fall. Dort sind ziemlich alte Artilleriegeschütze im Einsatz und hat jemand schlauerweise gebastelt eine App für sein Android-Smartphone mit Ich bin hier, ich will schießen auf dorthin Koordinaten, rechne mir aus, wie ich mein Geschütz ausrichten soll. Praktisch, angenehm, bringt man eine uralte Kanone in die neue Zeit. Die Russen haben diese Software genommen, leicht verändert, wieder in die App Stores hineingespielt und hat dann gleich nebenbei bekannt gegeben, wo die Stellung ist. Ja. Sie haben nicht lange gelebt. Wir haben noch ein paar andere Geschichten. Ich muss mal aufpassen, dass ich natürlich nebenberuflich Soldat bin. Und das sind natürlich einige Erkenntnisse, die wir haben, die ich jetzt nicht in so einem öffentlichen Forum machen kann, weil das nämlich ganz spannend, was da in solchen Fällen abgeht. Aber das ist ein Beispiel, das ja auch in den Zeitungen stand. Also ich sage ja, die sind gut. Da muss man wirklich sagen, haben wir einen heiden Respekt vor. Die können was.